Schönen guten Abend. Ja, meine lieben Freunde, es ist wieder soweit. Ich wünsche euch allen einen schönen guten Abend. Freue mich, dass wir uns über diesen Weg wieder sehen dürfen. Ihr mich, ich euch nicht. Im Geiste kann ich euch, die meisten von euch wahrscheinlich mir in Erinnerung rufen und mir vorstellen. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr dabei seid und dass wir heute wieder die Möglichkeit haben, unser Thema über die Bibel und über die Fragen der Inspiration, der Interpretation der Bibel weiterzuführen. Es wird heute ein sicher wieder ein sehr interessantes Thema, ein hoffe ich zumindest, ein Thema, das sehr praktische Bezüge zu unseren gegenwärtigen Entwicklungen in unserer heutigen Zeit haben wird. Wir haben uns das letzte Mal mit dem Problem im Umgang mit der Bibel beschäftigt. Das war der Titel unseres letzten Abends, des zweiten Abends in dieser Serie. Und heute dieses dritte Thema habe ich überschrieben mit dem Titel Praktische Folgen eines verkehrten Umgangs mit der Bibel. Das setzt schon voraus, dass man eben mit der Bibel nicht nur richtig umgehen kann, sondern dass man auch mit der Bibel verkehrt umgehen kann, wie mit allem, was der Mensch in die Hände bekommt, kann man richtig oder falsch umgehen. Und alles, was ein falscher Umgang ist, wird natürlich negative Konsequenzen haben. Und wir werden uns heute versuchen, etwas darüber Gedanken zu machen, welche ganz praktischen Folgen es haben kann, wenn Menschen, Christen zum Beispiel, vor allem Christen, wir haben ja die Bibel, die Bibel ist ja vor allem ein christliches Buch und die Basis für den christlichen Glauben, wenn Christen mit diesem Buch verkehrt umgehen, aber wir leben heute in einer religiösen Welt, die von allen möglichen Religionen gezeichnet ist und geprägt ist. Und wir werden heute feststellen, dass nicht nur Christen mit der Bibel verkehrt oder richtig umgehen können, sondern dass das ja auch Menschen in anderen Religionen und in anderen Kulturen tun können. In der Zwischenzeit ist ja die Bibel ein weltweit verbreitetes Buch und es ist eigentlich aus der Gesellschaft dieser Welt nicht mehr wegzudenken. Und jetzt wird es natürlich auch darauf ankommen, wer geht jetzt mit der Bibel richtig um und wer geht mit ihr verkehrt um. Und welche Folgen hat das? Wir werden in die Vergangenheit der Geschichte blicken können und werden merken, der verkehrte Umgang mit der Bibel hat in der Vergangenheit schon sehr viel negative Folgen gehabt. Und das werden wir auch in der Gegenwart sehen und wir werden in der Zukunft noch einiges diesbezüglich erleben. Und der heutige Abend soll ein bisschen einen Rahmen schaffen und uns Gedanken vermitteln, uns etwas bewusst machen, welche wirklichen Folgen ein verkehrter Umgang mit der Bibel haben kann. Und wenn wir wissen, wie wir mit der Bibel nicht umgehen sollen, dann sollten wir natürlich dann auch lernen, wie wir mit der Bibel umgehen und wie wir sie richtig verstehen, wie wir sie richtig auch anwenden können. Auslegen und aber nicht nur auslegen, wie wir es gesagt haben, das letzte Mal schon, sondern ausleben. Ja, und wenn uns auch dieses Thema in die Nähe Gottes bringt und wir abhängig sind davon, dass uns Gott leitet in unseren Gedanken, möchte ich euch wieder einladen, dass wir uns im Gebet mit dem Himmel verbinden und Gott bitten, dass er uns führt in unserem Nachdenken. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir wieder herzlich danken für diese Möglichkeit, die du uns schenkst an diesem Abend wieder, dass wir über dieses Medium, über dein Wort nachdenken können gemeinsam, dass wir dein Wort verkündigen dürfen, dass wir etwas von deinem Wort anderen Menschen vermitteln können. Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst in unseren Gedanken, dass du uns führst. Du hast verheißen, dass du den Heiligen Geist uns senden wirst, Herr Jesus, der uns in alle Wahrheit leiten wird.
Schenk uns diesen Heiligen Geist, wenn wir gemeinsam über dein Wort nachdenken heute, über ein wichtiges Thema, wie wir mit diesem Wort, das durch den Heiligen Geist eingegeben worden ist, richtig umgehen und wie wir auch bewahrt sein können vor einem verkehrten und falschen Umgang, der uns nicht zum Segen wird, sondern eher zum Fluch wird. Bewahre uns davor und schenke uns deine göttliche Führung. Und wir danken dir, dass du es gut mit uns meinst und dass du uns eine Orientierung für unser Leben durch dieses Wort gibst. Hab Lob und Dank für deine Gegenwart, mit der du uns jetzt begleiten möchtest. Amen. Gut, also es geht in diesem Thema letztendlich immer noch auch um Probleme, die auch mit der Inspiration der Bibel und auch vor allem mit der Interpretation der Bibel zu tun haben und die Folgen eines entsprechenden Verständnisses von Inspiration und der Interpretation der Bibel auf kirchenpolitische, auf religionspolitische Auseinandersetzungen in dieser Welt und selbst sogar auf weltpolitische Auseinandersetzungen. Ich möchte heute Abend etwas diesen breiten Rahmen mit euch überlegen und durchdenken, wie innerchristlich Konflikte entstehen und wo wir Konflikte haben, weil hier mit der Bibel unterschiedlich umgegangen wird und weil hier offensichtlich auch Fehler im Umgang mit der Bibel gemacht werden, mit der Interpretation und mit der Vorstellung von Inspiration der Bibel. Aber wie diese Konflikte und dieser Umgang mit der Bibel auch Auswirkungen hat auf andere Religionen, die in dieser Welt existieren und wie das Ganze sogar zu einem weltpolitischen Problem und zu weltpolitischen Auseinandersetzungen führen kann. Es wird um die Frage gehen, welche Auswirkungen haben bestimmte Auffassungen eben von Inspiration, Interpretation und vor allen Dingen auch von der Autorität der Bibel. Denn als Christen sprechen wir auch der Bibel eine bestimmte Autorität zu, göttliche Autorität. Und da wird es um die Frage gehen, wenn wir hier mit der Bibel die richtige Autorität zusprechen, wird das positive Folgen haben, wenn wir eine verkehrte Autorität zusprechen, dann wird das auch negative Folgen haben und es wird Konflikte hervorrufen, die vorprogrammiert sind. Auf diese Dinge möchte ich heute etwas eingehen. Grundsätzlich soll uns bewusst sein, dass die Bibel heute auch in Konfrontation steht, nicht nur mit innerchristlichen Vorstellungen und irgendwelchen Traditionen, die es in den christlichen Religionen gibt, sondern dass die Bibel auch in Konfrontation steht heute ganz stark mit anderen heiligen Schriften, mit anderen heiligen Büchern, die in anderen Religionen existieren und auch in dem Fall auch andere Völker und Kulturen prägen. Die Bibel ist heute nicht mehr ein Buch, das man nur mehr für interne Auseinandersetzungen in christlichen Religionen verantwortlich machen kann, sondern es gibt da auch heute schon sehr religionsübergreifende Auseinandersetzungen in Bezug auf die Bibel und ihre Bedeutung und ihre Interpretation. Es soll uns bewusst sein, dass wir in den letzten 30, 40 Jahren, jeder, der die Weltpolitik etwas näher betrachtet, der wird feststellen, dass die letzten Konflikte in dieser Weltentwicklung sehr religiöser Natur geworden sind. Natürlich waren die auch in der Vergangenheit Kriege und Völkerauseinandersetzungen sehr oft und immer wieder religiös bedingt. Das heißt, ein großer Teil der Kriege der Vergangenheit waren auch Religionskriege, das wissen wir, und waren Kriege, die kulturübergreifend, völkerübergreifend waren, wo es nicht nur um politische Dinge ging und um wirtschaftliche Auseinandersetzungen, sondern auch um religiöse Auseinandersetzungen.
Und wenn wir unser heutiges Weltbild anschauen, dann werden wir feststellen, dass eigentlich ein sehr starkes Element heute in dieser weltpolitischen Situation, der ganze weltweite Terrorismus und so weiter, letztendlich auch religiöse Hintergründe hat. Und ich möchte heute etwas aufzeigen, dass das letztendlich auch mit einer Auseinandersetzung zu tun hat, der Interpretation der Bibel, aber in Konfrontation mit der Bibel auch die Interpretation und die Vorstellungen, die Menschen von ihren heiligen Büchern haben, die in anderen Kulturen und in anderen Religionen existieren. Ich möchte mich da heute speziell beschränken, weil sonst würde das zu weit führen. Aber ich möchte heute so beispielhaft mich darauf beschränken, auf eine Auseinandersetzung Bibel und Koran. Der Koran und damit der Islam ist ja in den letzten Jahren eigentlich immer stärker zu einem richtigen Problem für die ganze Welt geworden. Das ist uns inzwischen bewusst worden. Das ist natürlich keine absolute Neuerscheinung, denn wir wissen, in der Zeit, wo sich der Islam überhaupt erst seit Mohammed, der im Jahre 600 gelebt hat, also 622, hat da ein besonderes Datum, wo die Ausbreitung des Islam begonnen hat. Und da kam es ja über Jahrhunderte hindurch durch die Ausbreitung des Islams zu einer großen Auseinandersetzung zwischen Christen und den Juden natürlich. Ja, der Islam, Mohammed zum Beispiel, hat sich ja dann letztendlich sehr stark mit der jüdischen Gesellschaft in Konfrontation gesetzt und auch mit der christlichen Kultur angelegt. Das heißt, über Jahrhunderte hindurch gab es eine Konfrontation zwischen diesen drei sogenannten monotheistischen Religionen und ihren heiligen Schriften. Es sollte uns bewusst sein, dass diese Auseinandersetzungen damals, aber auch heute, was den Nahen Osten betrifft zum Beispiel, eine Auseinandersetzung ist, die nicht rein politischer Natur ist, sondern es ist letztendlich auch eine Auseinandersetzung über den Umgang mit den jeweiligen heiligen Schriften. Im Christentum das Alte und das Neue Testament, die Bibel also als Gesamtes. Im Judentum haben wir eine Auseinandersetzung zwischen Neuen Testament und Alten Testament, wie eben das Judentum ihre Bibel versteht und die Schriften versteht. Und dann haben wir demgegenüber der Islam, der mit dem Koran im Gegensatz steht zur Bibel und also zum Alten und Neuen Testament, sowohl so wie es die Juden verstehen, als auch so wie es die Christen verstehen. Das heißt also, wir sind hier in einer sehr bemerkenswerten Situation, wo es uns eigentlich nicht mehr egal sein kann, wie man die Bibel jetzt interpretiert. Und es ist nicht nur mehr eine Diskussion, die intern unter christlichen Religionen geblieben ist. Wir sind praktisch, es ist uns von außen her als Christen ein neuerlicher Umgang, eine neuerliche Hinterfragung aufgezwungen worden, wie wir mit unserem Buch, mit der Bibel umgehen in der Auseinandersetzung mit diesen anderen Religionen. Man könnte das natürlich auch noch ausweiten auf hinduistische und buddhistische Literatur und andere, aber beschränken wir uns einmal hier auf diese Auseinandersetzung mit dem Islam und dem Koran. Nicht nur wir Christen stellen heute mehr und mehr die Frage, und die moderne Theologie hat sich ja das zu einer Wissenschaft gemacht. Die Wissenschaft der Bibelauslegung ist heute auch gekoppelt mit einer Wissenschaft der Bibelkritik, der modernen Bibelkritik, wo es so eben darum geht, wie sollen wir die Bibel verstehen, wie gehört sie ausgelegt, wie soll sie interpretiert werden, welche Autorität hat die Bibel heute. Was hat die Bibel, die vor Jahrtausenden geschrieben worden ist, was hat sie uns heute noch zu sagen? Das sind alles Fragen, die gestellt werden. Und demgegenüber entdecken wir dieselben Fragen, dieselben Auseinandersetzungen in Bezug auf die Autorität, die Inspiration und die Interpretation des Koran.
ist ebenfalls gegenwärtig in der Religion des Islam. Auch dort wird die Frage gestellt, zum Beispiel über die Entstehungsgeschichte des Koran. Wie wir im Christentum genau die gleiche Frage stellen, welche Entstehungsgeschichte hat die Bibel? Wo kommt die Bibel her? Wo hat sie ihren Ursprung? Die ganz gleichen Fragen werden heute auch im Islam gestellt. Woher kommt der Koran? Wie ist er entstanden? Ist auch dieses Buch von Gott inspiriert? Und jeder Christ und jeder Mensch eigentlich, jeder Bürger in unserem Land, der mit Menschen aus dem Islam in Verbindung steht oder irgendwie die ganze Geschichte mitbekommt, um die es heute geht in dieser Weltpolitik, in der Auseinandersetzung mit dem Koran, wird nicht umhin können, immer wieder auch zu hören, dass auch im Islam der Glaube absolut vorhanden ist, dass der Koran ein göttlich inspiriertes Buch ist, dass er ebenfalls von Gott eingegeben ist. Und ich habe hier mir einige Texte aus dem Koran zusammengesucht, um das auch zu bestätigen, um das aufzuzeigen. Zum Beispiel habe ich hier aus dem Koran, aus der Sure 85, 20, einen Text, der wie folgt lautet. Da heißt es, die Ungläubigen hören nicht auf, die göttlichen Offenbarungen des Betruges zu beschuldigen. Sehr bemerkenswert. Das heißt, schon damals, und das ist etwas, was ihr hier im Koran lesen könnt, also in jedem Koran könnt ihr diese Stelle finden, die schon seit 644, wir werden dann später darauf eingehen, seit 644 bis 656 haben die Forschungen ergeben, ist der Koran als Buch richtig existent gewesen schon nach dem Tod Mohammeds. Aber Mohammed, hier werden Worte von Mohammed praktisch in diesem Buch niedergeschrieben. Und Mohammed wusste also schon, dass die Ungläubigen damals, die mit ihm in Konfrontation standen, ihn vorgeworfen haben, dass dieses Buch, das er da geschrieben hat, diesen Koran, dass das auf Betrug aufbaut. Das heißt, auch dort wird die Kritik angebracht, schon seit eh und je, seit der Koran existiert, wurde immer auch dort schon die Frage gestellt, ist das wirklich ein göttlich inspiriertes Buch? Dasselbe haben wir auch in der Bibel. Die Kritik an der Bibel allerdings, die ist schon viel älter. Denn wenn man in die Zeit des Neuen Testaments hineingeht, dann waren die ersten zum Beispiel, die das Neue Testament hinterfragt haben, waren die Juden. Und später auch Christen, die angefangen haben, schon sehr früh, schon im ersten Jahrhundert, kaum waren die Evangelien geschrieben und die Bibel, die prophetischen Schriften geschrieben im Alten Testament, begann schon bereits die Kritik von gewissen Leuten, die diese Schriften gelesen haben, ob das überhaupt wirklich Gottes Wort sein kann und ob man das wirklich als Gottes Wort stehen lassen kann. Also diese Kritik hat sich jede Religion gefallen lassen müssen und das weiß man auch, dass es immer in allen Religionen in Bezug auf ihre Schriften eine gewisse Kritik gibt. Der Text hier geht weiter, also wo es heißt, die Ungläubigen hören nicht auf, die göttlichen Offenbarungen des Betruges zu beschuldigen, aber Allah umfasst sie von allen Seiten. Wahrlich, dies ist der glorreiche Koran, niedergeschrieben auf der im Himmel aufbewahrten Tafel. Das ist eine interessante Aussage. Diese Aussage wird in Zusammenhang gebracht mit einem Begriff, der unter Moslem existiert, der sogenannte Urkoran. Das heißt, diese Urschrift des Koran wird hier also in dieser Sure im Koran damit in Verbindung gebracht, dass der Originalkoran im Himmel auf Tafeln aufbewahrt ist. So etwa, wie wir das aus den 10 Geboten kennen, aus dem Alten Testament, dass wir wissen, dass aus der Offenbarung, dass Johannes zum Beispiel in einer Vision in Kapitel 11
die Bundeslade im Himmel gesehen hat. Und dort in dieser Bundeslade, wissen wir, ist ja auch waren die 10 Gebote im Alten Testament verankert. Und man geht davon aus, dass die Original 10 Gebote eben im Himmel verankert sind und dort geschrieben stehen. Und das, was hier am Sinai gegeben worden ist, wenn praktisch eine Abschrift gewesen ist, die Gott in Stein geschrieben hat und die Mose dann in ein Buch geschrieben hat, denn diese Originaltafeln, die finden wir nirgends mehr, ja? Aber die sind in der Bibel. Und jetzt haben wir hier so etwas Ähnliches, nur da steht, dass das nicht nur die Gebote sind, sondern der ganze Koran hat eine Urabschrift im Himmel. Das ist der Glaube, den wir im Islam finden. Und jetzt ist die Frage, wie kam jetzt dieser Koran, diese Urschrift in die Hände von Menschen? Da gibt es verschiedene Vorstellungen. Die Frage stellt sich, ob Mohammed selbst diesen Koran so fix und fertig in seine Hände bekommen hat. Das wird zwar von einigen Moslems, von sehr fundamentalistischen Moslems, wird das tatsächlich so gesehen. Aber es gibt da auch unterschiedliche Vorstellungen und die Koranforschungen haben dazu sehr interessanten geschichtlichen Hintergründen geführt. Ich bin ja gerade dabei, ein Studium speziell über das Thema zu machen, über die Entstehung des Islam und die Auseinandersetzung, eine Vergleichsstudie auch zwischen Islam und Christentum. Und das ist eine sehr interessante Sache, wo man hier die Parallelen und die großen Unterschiede dann feststellen kann. Es gibt im Koran eine Sure, die Sure 2, der Vers 111 bis 113. Wer einen Koran hat, kann das dort an dieser Stelle nachlesen für sich. Da steht: Wehe dem, der ein Feind Gabriels ist. Da wird auch dieser Engel Gabriel angesprochen, den wir auch in der Bibel finden. Gabriel gab auf Allahs Geheiß die Offenbarung, in Klammer den Koran ein, die das erfüllt, was schon früher an Weissagungen vorhanden war, als eine Richtschnur und frohe Verheißung für die Gläubigen. Das heißt, ist auch wieder interessant, der Koran ist kein Buch, das jetzt der Bibel grundsätzlich feindlich gesinnt ist. Im Gegenteil wird man feststellen, dass im Koran die Schriften der Juden und die Urschriften der Juden, der Propheten und die Urschriften der Christen, also das Neue Testament, sehr hoch geschätzt wird. Nur wird im Koran schon, und das hat Mohammed schon diese Behauptung aufgestellt, und dort begann auch eine Bibelkritik praktisch von außen her, wo Mohammed im Koran, da gibt es einige Texte, die zum Ausdruck bringen, dass die Juden die Bibel gefälscht haben, ihre prophetischen Schriften gefälscht haben. Dass vieles, was in diesen Schriften steht und in der alttestamentlichen Tora, nicht mehr dem Original entspricht. Dasselbe hat Mohammed auch den Christen vorgeworfen, dass auch die Bibel im Neuen Testament von den Christen verfälscht worden sei. Und Gott hat jetzt den Koran gegeben, um eben diese Fehler auszubessern, um diese Unterschiedlichkeiten, was die Juden hier verändert haben und was Christen verändert haben, wieder ins rechte Licht zu bringen. Man muss sich das also vorstellen, in diesem Glauben leben jetzt alle Moslems. Alle Moslems wissen, die Juden und die Christen haben heute eigentlich eine falsche Bibel in der Hand. Das sind alles gefälschte Schriften und ich habe da selbst schon sehr viele Gespräche mit Moslems gehabt, wo uns das ganz massiv vorgehalten worden ist, dass wir eine Bibel haben, die ja verändert worden ist und gefälscht, beim Abschreiben Fehler gemacht worden sind, bei der Übersetzung Fehler gemacht worden sind. Also wir haben in keiner Weise mehr die Originalbibel in der Hand. Und das Faszinierende an dieser Kritik, die ich jetzt heute, also in den letzten Jahren von Moslem gehört habe, ist aber, dass diese Kritik mir schon seit Jahrzehnten, seit ich meine Predigerausbildung, meine theologische Ausbildung gemacht habe, aus der christlichen Theologie entgegengekommen ist. Das heißt, der Islam hat eigentlich jetzt in der Zwischenzeit alle Argumente, die christliche Theologen vorgebracht haben, der Bibelkritik gegenüber, die kann man heute im Islam wiederfinden.
Jeder weiß, dass heute in der christlichen Theologie es sehr verbreitet ist, dass man die Bibel als nicht, die wir heute in der Hand haben, nicht so sehen kann, als wäre das alles, was da drinnen steht, wirklich von den Propheten geschrieben worden, die deren Namen wir in der Bibel finden. Oder dass Mose all das geschrieben hat, was dort in diesem Buch steht. Oder im Neuen Testament, dass hier sehr viel verändert worden ist, dass man irgendwo Dinge abgeschrieben hat und so weiter. Und eine starke Kritik, die hier angebracht wird, die unterm Strich sagen möchte, das, was wir heute als Bibel haben, ist nicht mehr dem Original entsprechend. Das ist natürlich ein massiver Angriff an die Inspiration der Bibel und dann natürlich an die Autorität der Bibel und dann logischerweise hat das auch Auswirkungen auf die Interpretation der Bibel. Das heißt, wir haben also die interne Kritik, die an die Bibel herangetragen wird, gleichzeitig mit der externen Kritik, die uns zum Beispiel jetzt vom Islam entgegengebracht wird. Aber dasselbe könnt ihr in esoterischer Literatur finden, in der ganzen fernöstlichen Literatur aus dem Buddhismus, Hinduismus, die Gurus in Indien und so weiter, im Fernen Osten, die werden sich alle, da gibt es genügend Literatur, die alle sich mit dieser Frage der Fälschungen der Bibel auseinandersetzen. Wer sich ein bisschen in esoterischer Literatur auskennt, wird merken, dass die Bibel dort überall zur Sprache kommt und dass man hier große Kritik an der Bibel übt in Bezug auf Inspiration, Interpretation und in Bezug auf die Autorität dieser Schrift. Also eine sehr bemerkenswerte Aussage. Haben wir noch einen anderen Text aus der Sure 69, die Verse ab Vers 39, da ist ein sehr intensiver Abschnitt, wo es heißt, also Mohammed spricht hier, ich schwöre bei dem, was ihr seht und was ihr nicht seht, dass dies die Sprache eines ehrwürdigen Gesandten und nicht die Sprache eines Poeten ist. Damit verteidigt er seinen Koran und seine Lehre, die er verkündigt hat, obwohl wir dann, wie ich gleich aufzeigen werde, Mohammed den Koran selbst nie in den Händen gehabt hat, offensichtlich. Das haben Forschungen ergeben, dass Mohammed, der konnte ja nicht lesen und er konnte auch nicht schreiben. Also er hat den Koran nie selber in der Hand gehabt. Die islamische Forschung gibt heute selbst zu, dass der Koran erst nach dem Tod Mohammed als Buch verfasst worden ist. Das, was also im Koran steht, ist eine mündliche Überlieferung dessen, was Mohammed gelehrt hat, so wird das dort geglaubt. Und die erste, also ich habe hier ein Studienbuch, das für mein Studium jetzt gerade als Unterlage dient. Und hier sehr deutlich werden die historischen Hintergründe aufgezeigt. Und da steht zum Beispiel, dass die Jahreszahl 644 bis 656 da drinnen, wo der zweite Kalif, der nach Mohammed praktisch den Islam geführt hat, dass in seiner Zeit diese Überlieferungen von Mohammed gesammelt worden sind und dann in ein Buch geschrieben worden sind. Und dann ist man auch drauf gekommen, dass die älteren Korane, die es gibt, eine ganz andere Reihenfolge der Suren drinnen haben als spätere. Das heißt, hier kann man ganz deutlich feststellen, dass auch der Koran eine bestimmte historische Zeit gehabt hat, in der er entstanden worden ist und dass er nicht in der Form, wie wir ihn heute haben, ursprünglich geschrieben war. Das wissen natürlich die meisten Moslems nicht, wie auch viele Christen ihre eigene Bibel nicht kennen und die Geschichte der Bibel nicht kennen. Und so ist da oft eine große Unwissenheit unter Christen über die Entstehung der Bibel, aber dieselbe Unwissenheit können wir auch im Zusammenhang mit dem Koran feststellen. Es ist ganz interessant, Mohammed verteidigt damals schon hier, dass man ihm vorgeworfen hätte, dass seine Botschaft, die er da verkündigt, nicht die Sprache eines Gottgesandten ist, sondern die Sprache eines Poeten, also eines Dichters, der das selbst erfunden hat. Und Mohammed verteidigt sich und sagt, hätte er einen Teil dieser Verse als von uns gesprochen ersonnen, also wenn Mohammed so quasi das
diese Worte, die er Allah zuschreibt, praktisch selber ersonnen, so hätten wir ihn an der rechten Hand ergriffen und ihm die Herzadern durchgeschnitten. Steht hier in diesem Buch. Das heißt, hier verteidigen auch solche, die Mohammed kennen, auch später dann ihn verteidigen, dass sie das mit Mohammed getan hätten, wenn sie darauf gekommen wären, dass er das selber irgendwo ersonnen hätte. Aber die Ungläubigen werden einst seinetwegen Seufzer ausstoßen, heißt es hier, denn es ist die Wahrheit des zuverlässigen Glaubens. Ihr merkt also, wie man hier auch sehr intensiv versucht, auch in diesem Buch zu bestätigen, dass dieses Buch von Gott inspiriert ist, eine direkte Inspiration von Himmel und sogar eine direkte Urschrift von Himmel bedeutet. Inzwischen hat die Koranforschung auch ergeben, dass vieles, was da im Koran zu finden ist, auch in alten apokryphen Schriften schon von der Idee her zu finden ist. Also zum Beispiel gibt es hier die Sündenfallgeschichte, wie sie im Koran drinnen steht, die man auch in früheren Schriften, bevor Mohammed diese Lehre gebracht hat und der Koran dann letztendlich zusammengefasst worden ist, haben sich einige Lehren, die er da gebracht hat, die kann man in alten Schriften finden, die einige Jahrhunderte vor Mohammed schon existiert haben, aus jüdisch-apokrypher Literatur. Also da gäbe es sehr interessante Zusammenhänge, die das betreffen. Daraus ergibt sich natürlich auch die Frage, na, welche Autorität hat der Koran? Wie kann dieser Koran dann interpretiert werden? Kann man das alles, was da drinnen steht, dann auch so wörtlich nehmen? Das ist dieselbe Frage, die man auch bei der Bibel stellt, wie weit man die Bibel so wörtlich nehmen kann. Ich nehme da ein paar Beispiele her, die diesen Konflikt zeigen. Da gibt es zum Beispiel diese Lehre von der Auferstehung, die wir als Christen haben. Und wenn wir den Koran lesen, ich lese euch da einen Text vor aus einer Sure, das ist die 36. Sure und zwar der 50. Vers. Da heißt es hier zum Beispiel ähnlich wie wir es in der Bibel oft lesen können, wie wir es in der Bibel lesen können. Da heißt es, auch werden sie fragen, wann wird denn die Verheißung der Auferstehung erfüllt werden? Sagt es, wenn ihr wahrhaftig seid. Sie mögen den dröhnenden Krach, den Posaunenschall erwarten, welcher ihnen unverhofft ertönen wird, während sie noch miteinander hadern. Sie werden keine Zeit haben, ihre Angelegenheiten zu ordnen und noch zu ihren Familien zurückzukehren. Und die Posaune wird mächtig ertönen und siehe, sie steigen aus ihren Gräbern und eilen zu ihrem Herrn hin und sprechen, weh uns, wer hat uns von unserem Lager auferweckt? Eine ganz deutliche Aussage, dass hier ein Posaunenschall erschallen wird, wie wir es auch in der Bibel finden, der die Toten aus den Gräbern rufen wird. An einem bestimmten Tag, in den anderen Texten, wird hier dann vom jüngsten Tag gesprochen. Und der jüngste Tag wird auch gerne in Verbindung gebracht mit der Wiederkehr des Jesus als größten Propheten im Islam. Da gibt es natürlich unterschiedliche Vorstellungen, wie man das dann interpretiert. Also hier eine klare Aussage auf der einen Seite von einer buchstäblichen Auferstehung, dass die Toten aus den Gräbern hervorgehen werden. Und auf der anderen Seite, und das ist hier auf der Seite in dem Buch, also in der 39. Sure, auf der Vers 43, da ist wieder von der unsterblichen Seele die Rede. Da heißt es, Allah nimmt die Seelen der Menschen mit ihrem Tode zu sich. Auch wenn sie noch nicht tot sind, nimmt er ihre Seelen während ihres Schlafens und behält die, über welche der Tod bestimmt ist, zurück und sendet die anderen bis zu ihnen vorbestimmten Frist wieder herab. Also eine sehr bemerkenswerte Darstellung, die wir ähnlich auch in der christlichen Lehre haben, wo ja auch in der Kirche auf der einen Seite die buchstäbliche Auferstehung geglaubt wird, nicht? Im Glaubensbekenntnis heißt ja, ich glaube an die Auferstehung des Fleisches, ja? Und auf der anderen Seite glaubt jeder Christ und jeder Katholik, also jeder Katholik Sohn, so und viele Christen, die meisten Christen, auch an eine unsterbliche Seele.
Jetzt, wie bringt man das miteinander in Verbindung? Das ist, ihr merkt, das ist auch ein Problem, das wir hier in der Auseinandersetzung mit dem Koran haben. Auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Jetzt ist das natürlich sofort eine Frage der Interpretation. Ja, wie bringt man solche gegensätzlichen Aussagen miteinander in Verbindung? Demgegenüber haben wir die biblische Aussage, wo wir dann merken, ja, in der Bibel kommt eigentlich dieser Gedanke einer unsterblichen Seele gar nicht vor, aber der Gedanke der Auferstehung sehr wohl. Und da sehen wir dann, hier gehen auch Christen mit der Bibel offensichtlich unterschiedlich um und legen sie unterschiedlich aus, wenn auf der einen Seite das so und auf der anderen Seite so gelehrt wird. Ein spezielles Thema, auf das wir dann später mal bei späteren Themen genauer hinschauen können. Aber hier nur um zu zeigen, dass solche Konflikte auch zum Beispiel im Koran drinnen sind und in der Auseinandersetzung eben mit anderen Religionen. Oder eine andere Thematik ist zum Beispiel dieser sogenannte Dschihad, nicht? Der Dschihad, der heilige Krieg. In den letzten Jahren ist viel darüber diskutiert worden, dass der Koran sowas erlaubt, nicht? Eine Tötung im Namen Allahs. Und auf der anderen Seite gibt es dann wieder islamische Theologen, die das leugnen und sagen, das erlaubt der Koran nicht, diese Gedanken sind im Koran nicht vorhanden. Und wenn man dann den Koran tatsächlich liest, dann kommt man aber drauf, da stehen tatsächlich Texte drinnen, die sehr wohl eine Aufforderung sind, hier einen heiligen Krieg gegen Ungläubige, gegen Feinde zu führen, die eben nicht den Glauben des Koran annehmen. Hier zum Beispiel ein Text aus der Sure 4, Vers 89, da heißt es, nehmet keinen von ihnen zum Freund, also geht es um Feinde, die sich dem Islam entgegengestellt haben, damals schon zur Zeit Mohammeds. Hier spricht der Mohammed aus seiner historischen Situation heraus. Nehmt keinen von ihnen zum Freund, ehe sie sich nicht auf Allahs Weg begeben. Und wenn sie in offener Feindschaft den Rücken kehren, dann ergreift und tötet sie, wo immer ihr sie findet, und nehmt keinen von ihnen zum Freund und Helfer. Wenn sie sich nicht von euch fernhalten, euch Frieden anbieten und ihre Hände zügeln, ergreift und tötet sie, wo ihr immer auf sie stoßt. Über sie haben wir euch klare Autorität gegeben. Das ist eine ganz klare Aussage, die man hier sicher nicht anders interpretieren kann. Und doch wird sie von heutigen islamischen Theologen anders interpretiert, weil man hier sagt, man müsse auch dieses Buch aus der damaligen Zeit heraus interpretieren und auf die heutige Zeit übertragen und schauen, wie kann man das, was damals Prinzipien waren, auf heutige Zeit anwenden. Und wenn wir ehrlich sind als Christen, müssen wir sagen, dasselbe Problem haben wir auch in der Bibel. Also wenn wir einen Moslem vor uns haben, dem wir einen Vorwurf machen wollten, dass da im Koran solche Erklärungen drinnen sind, wo die Leute aufgefordert werden, andere zu töten, dann wird uns jeder Moslem die alttestamentlichen Stellen vorhalten, wo auch im Alten Testament sehr wohl also Aufrufe zu finden sind, wo Gott selbst aufgerufen hat, in den Krieg zu ziehen und Völker auszurotten und so weiter. Und ich glaube, die Geschichte ist bekannt und das ist ja etwas, was viele Menschen abschreckt, die Bibel zu lesen. Auch das ist eine Frage, wie gehen wir damit um? Im Alten Testament haben wir tatsächlich Hinweise und Geschichten drinnen, wo hier Israel große Kriege geführt hat, nicht? Und sehr streng gegen Völker anderer Kulturen und anderer Religionen vorgegangen ist. Und auf der anderen Seite haben wir das Neue Testament, wo Jesus gesagt hat, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Und da haben wir diese Botschaft der Liebe, so dass viele dann das Alte Testament gegen das Neue Testament ausspielen. Und da stehen wir absolut vor einer Frage, ja, wie gehen wir hier mit der Bibel um, wenn auf der einen Seite die Dinge so stehen und auf der anderen Seite so stehen? Das sind alles
Probleme, wo ich jetzt einmal in diesem Zusammenhang aufmerksam machen möchte, dass es hier sehr wohl eine Frage der Interpretation ist, wie wir die Bibel interpretieren, und auf der anderen Seite der Konflikt mit dem Koran, wo wir ebenfalls fairerweise sagen müssen, auch dort wird es notwendig sein, eine richtige Interpretation dieses Buches vorzunehmen und nicht gleich irgendwo verurteilend andere abzustempeln und selbst vielleicht keine Erklärung zu haben, wie wir selbst mit diesem Problem umgehen. Prinzipiell kann man auch hier eine Aussagen finden im Koran, zum Beispiel in der Sure 17, Vers 34. Heißt es prinzipiell, tötet keinen Menschen, da Allah es verboten hat. Aber jetzt kommt eine interessante Einschränkung, und da heißt es, es sei denn, dass die Gerechtigkeit es fordert. Ist aber jemand ungerechterweise getötet worden, so geben wir seinem Verwandten die Macht, ihn zu rächen. Das ist wieder eine Relativierung dieser Aussage, und da haben wir ganz klar irgendwo auch diese Blutrache drinnen, die hier offen angesprochen wird, die wir aber in der Bibel in der Form nirgends finden, interessanterweise. Da werden Gerichte dafür zuständig gemacht, wo die Strafe für Totschläger und Mörder ausgeführt werden, aber eine Rache durch Verwandte, das ist etwas, was man in der Bibel eben nicht kennt. Aber bemerkenswert ist hier auch dieser Hinweis eines gerechten Krieges. Und ich habe hier ein Buch, das Konzil und Du, aus dem katholischen Konzil, des Zweiten Vatikanischen Konzils, auf das wir später noch etwas zurückkommen werden. Und da ist zum Beispiel hier in diesem Buch eine Erklärung zum fünften Gebot, du sollst nicht töten. Und interessanterweise steht hier in einer Überschrift der Krieg. Wie steht die Kirche zum Krieg? Die Kirche hat bisher den Krieg erlaubt, heißt es hier, wenn ein gerechter Grund dafür vorhanden war. Also eine sehr bemerkenswerte Interpretation dieses Gebotes, du sollst nicht töten. Hier erlaubt sich eine Kirche letztendlich zu sagen, grundsätzlich ist der Krieg erlaubt, aber es muss einen gerechten Grund dafür haben. Da steht dann hier weiter, durch die Ausweitung eines modernen Krieges zu einem Weltkrieg und wegen der Gefährdung der ganzen Menschheit durch die Atomwaffen neigt man heute dazu, jeden Krieg als unmoralisch zu verfemen. Nur den unprovozierten Verteidigungskrieg gegen einen ungerechten Angreifer könnte man moralisch rechtfertigen. Also das ist wieder so eine Notlösung, kann man sagen, ja, wo hier trotzdem irgendwie unter gewissen Umständen ein Krieg erlaubt ist, und auch wenn auf der anderen Seite das auch christliche Völker sind, und das war ja in der Vergangenheit so, dass hier christliche Völker gegen christliche Völker gekämpft haben, auf beiden Seiten wurden Waffen gesegnet, das ist eine traurige Geschichte der Vergangenheit, und wir merken, wie hier auf der einen Seite wir geneigt sind, den Islam zu verurteilen, den Koran zu verurteilen, weil er solche Aussagen beinhaltet. Und auf der anderen Seite haben wir dann selbst im Neuen Testament, wo Jesus ganz deutlich gesagt hat, nicht, wenn dir einer auf die rechte Backe haut, dann hält ihm auch die linke hin, diese vollkommene Gewaltlosigkeit und die Liebe zu den Feinden, dass man doch hier in der christlichen Geschichte in der christlichen Tradition hier mit solchen Aussagen der Bibel wieder relativ umgeht. Also es ist wieder eine Frage, eine Auseinandersetzung mit der Interpretation der Bibel, und wir merken schon, das hat jetzt weltpolitische Folgen. Ein Weltkrieg, und wenn wir die Länder anschauen, in denen dieser Weltkrieg stattgefunden hat, der Erste und der Zweite Weltkrieg, dann waren das hauptsächlich christliche Länder, die gegeneinander gekämpft haben. Protestantische, katholische und untereinander vermengt. Das ist ein Beispiel aus der Vergangenheit, oder das sind Beispiele aus der Vergangenheit, wie eigentlich eine Fehlinterpretation der Bibel, ein falscher Umgang mit der Bibel zu solchen fatalen Auswirkungen geführt hat.
Und ich denke, wenn wir uns das bewusst machen, dass das solche Folgen hat, dann kann es uns und darf es uns nicht egal sein, auch als Christen, wie wir die Bibel interpretieren, wie wir es als ein inspiriertes, von Gott eingegebenes Buch behandeln. Und demgegenüber natürlich die Auseinandersetzung mit den anderen Religionen. Und da sagen sich ja Christen, ja, wir lassen uns doch nicht von anderen Religionen, die zum Beispiel hier ihre Religion auf einen Koran aufbauen, uns da das Leben bitter machen. Und dann geht man in Feindschaft gegen diese Religionen, gegen diese Völker vor und meint damit, die Probleme lösen zu können. Und auf der anderen Seite genauso. Man meint, man hat hier einen Befehl von Allah. Und haben wir hier, und das ist das, was ich jetzt einmal damit aufzeigen wollte, eine Konfrontation nicht nur mit der Bibel, sondern übergreifend Bibel und Koran und andere religiöse Schriften. Alles eine Frage der Interpretation und des richtigen Umgangs mit dem, was man hier als Wort Gottes versteht und wie man das dann interpretiert. Ein anderes Beispiel, das ich noch kurz ansprechen möchte, nicht? Wo man sagt, ja, ist das, was da in diesen alten Büchern steht, für alle Zeit gültig? Jetzt haben wir im Koran durchaus die Möglichkeit drinnen, zum Beispiel einer Polygamie. Und wir wissen das aus Mohammeds Schriften, dass Mohammed das auch praktiziert hat, mehrere Frauen zu haben. Was heute allerdings im westlichen Islam nicht mehr so erlaubt wird. Also auch hier ist man dabei, umzudenken und sagt, das hat man früher so gesehen, aber da müsse man hier auch die Kultur berücksichtigen und hier dann eine andere Auslegung vornehmen. Oder diese ganze Kopftuchdiskussion im Islam, von der wir ja stark betroffen sind, auch da stoßen Kulturen aufeinander, wo wir sagen, was ist jetzt richtig? Auf der einen Seite gibt es muslimische Länder, die ganz intensiv dieses Kopftuch fordern und die Verschleierung der Frauen fordern. Und auf der anderen Seite, wie ein liberales Land, zum Beispiel die Türkei, das wieder sehr offen ist und andere nordafrikanische Länder, in denen der Islam doch eine große Rolle spielt, wo man das alles nicht so ernst nimmt. Alles eine Frage der Interpretation dieser Bücher und gleichzeitig eine Konfrontation mit der christlichen Kultur, die da aufeinander prallt. Wir sehen also, und das ist das Anliegen, das ich hier heute Abend mit euch besprechen möchte, einfach und euch aufmerksam machen möchte, dass wir hier in einem Kreuzfeuer stehen und dass auch die Bibel in einem Kreuzfeuer steht mit anderen Religionen, aber auch in einem Kreuzfeuer intern. Und ich möchte jetzt mehr auf nach diesen Ausflug nach außen, auch auf diese interne Auseinandersetzung kommen, wie die Fragen auch intern gestellt werden. Wie wir das letzte Mal schon aufgezeigt haben, die Frage stellt sich, ist die Bibel wirklich alleiniges Wort Gottes? Ist sie richtig überliefert, übersetzt? Legen die Christen die Bibel richtig aus? Oder können wir diesem Buch vertrauen? Ist es heute noch anwendbar? Ist es gefälscht worden? Gibt es diese Widersprüche drinnen? All das sind Fragen, die eine Wichtigkeit haben. Und die ganze Thematik, die wir hier behandeln, hat ja letztendlich Auswirkungen auf ein tiefes religiöses Verständnis von Erlösung. Wenn wir hier über diese Autorität der Bibel und die Interpretation und Inspiration der Bibel sprechen, dann sollten wir uns bewusst sein, dass im Hintergrund es letztendlich um einen Konflikt geht, um die Frage der Erlösung und des Erlösungsplanes. Und da stehen wir als Christen ja auch nicht alleine mit der Idee einer Erlösung da, sondern wir sollten uns bewusst sein, dass in jeder Religion Erlösung gelehrt wird. Der Koran ist ein Buch, das den Menschen zeigen sollte, wie sie aus diesem Leben heraus erlöst werden können. Würden wir die Bhagavad Gita oder die Veden aufschlagen, der Buddhisten und der Hinduisten, würden wir das Gleiche dort finden.
Das heißt, jede sogenannte Heilige Schrift möchte letztendlich durch das, was sie schreibt und was sie den Menschen als Lehre vermittelt, den Weg zur Erlösung, das heißt den Weg zu einem besseren Leben, zu einem ewigen Leben zeigen. Und jetzt stehen wir natürlich vor dieser Frage, jetzt zeigt aber da jeder einen anderen Weg, weil er ein anderes Buch hat, mit anderen Inhalten. Und das führt letztendlich in den Religionen, weil auch innerhalb der verschiedenen Religionen ihre heiligen Bücher unterschiedlich interpretiert werden, wie wir das am Beispiel des Koran gesehen haben. Der Islam ist ja aufgespalten und wir brauchen nur in den Iran oder in den Irak schauen, wie sich dort verfeindete Parteien gegeneinander bekämpfen und Krieg führen. Das heißt, es ist also nicht nur im Christentum, dass die Religionen so aufgesplittert sind, sondern das ist auch in anderen Religionen. Aber so intensiv natürlich, wie das im Christentum der Fall ist, werden wir das nirgends finden. Und womit hängt das zusammen? In letzter Konsequenz hängt es zusammen mit der Interpretation und der Autorität, die man dem Buch zuschreibt, das als Basis für den jeweiligen Glauben gedacht ist. Und da sind wir als Christen ja mitten in einem Konflikt auch, wenn wir unsere Zeit heute anschauen. Ich möchte jetzt ganz konkret auf einen gegenwärtigen Konflikt aufmerksam machen, der mit zwei Personen zu tun hat, die wir in den letzten Wochen sehr stark in den Medien gefunden haben und ein Konflikt, der über die Medien geht. Und der meines Erachtens, und auf das möchte ich jetzt hier eingehen, genauso mit einer Auseinandersetzung der richtigen Interpretation der Bibel zu tun hat. Oder der falschen Interpretation des rechten oder falschen Umgangs. Jeder von uns hat wahrscheinlich jetzt in den letzten Wochen diesen Konflikt mitbekommen über die Ernennung durch den Papst dieses Linzer Weihbischofs Gerhard Maria Wagner. Die Medien waren voll davon, hier in Österreich auf alle Fälle. Ich nehme an, dass es auch in Deutschland, das habe ich mitbekommen, dass auch in Deutschland darüber diskutiert worden ist und auch in der Schweiz und sicher auch über die Grenzen der deutschsprachigen Länder hinaus. Denn das ist eine Entscheidung gewesen, die der Papst getroffen hat, dass er hier einen bestimmten Pfarrer zum Weihbischof der Diözese Linz ernennen wollte und vorgeschlagen hat zur Ernennung. Und das hat sofort große Wellen geschlagen. Worum ist es gegangen? Man hat diesen Pfarrer, diesen Dr. Wagner hier, vorgeworfen, er hätte da ganz eigenartige Ansichten und er hätte mit seinen Ansichten, die er da gebracht hat, da ging es um die Frage der Homosexualität und der Frage der Harry Potter-Geschichte und das waren zwei spezielle Themen, die man da herausgegriffen hat, dass er damit irgendwo die Bevölkerung gespalten hat und ein großes Aufsehen erregt hat. Und ich habe da vor kurzem ein Interview gehört, vor 2 Tagen, wo dieser ernannte Weihbischof, Dr. Wagner, sich versucht hat zu verteidigen, weil man ihm vorgeworfen hat, er würde die Kirche spalten. Und da hat er interessanterweise gesagt, die Frage gestellt, bitte sagen Sie mir, wer spaltet denn die Kirche, wenn der Papst mich zum Weihbischof ernennt und den Vorschlag zu einer Ernennung macht, dann bin doch nicht ich, der die Kirche spaltet, sondern hier hat der Papst eine Entscheidung getroffen damit ist man offensichtlich jetzt hier in diesem Lande unter dem Volk, aber auch die Bischofskonferenz ist ja hier offensichtlich nicht einverstanden. Das ist ja inzwischen dazu gekommen, dass Gerhard Wagner diese Spannung dadurch gelöst hat, dass er einfach zurückgetreten ist vor 2 Tagen, ja, und damit irgendwo den ganzen Wind aus den Segeln genommen hat. Aber grundsätzlich ist das ein Konflikt, mit dem wir da konfrontiert sind. Und für mich hat sich auch hier diese Frage gestellt, hat das etwas mit Bibelauslegung zu tun? Hat das auch etwas mit der Autorität der Bibel etwas zu tun, dieser Konflikt, der hier entstanden ist? Und ich möchte darauf jetzt etwas konkreter eingehen.
dass wir hier damit konfrontiert sind, dass ein richtiger Umgang mit der Bibel eigentlich hier eine Rolle spielt. Und dazu möchte ich einfach jetzt dieses Thema der Homosexualität herausgreifen, das hier angesprochen worden ist. Hat diesem Mann vorgeworfen, dass er Homosexualität als eine heilbare Krankheit und damit überhaupt als eine Krankheit definiert hat. Und damit ist er natürlich in ein großes Gerede gekommen. Denn das ist heute ein sehr heikles und ein sehr sensibles Thema in der Öffentlichkeit. Und damit hat er sich hier eine große Feindschaft zugezogen. Und man müsste sich fragen, ja, was hat hier dieser Bischof so Außergewöhnliches gesagt, was ja nicht allgemein in der Kirche heute in breitester Basis so gesehen wird. Aber wir wissen natürlich, in der Öffentlichkeit ist da schon sehr viel diskutiert worden über dieses Thema. Und es ist aber wirklich so, dass hier in unserem christlichen Abendland keiner, der homosexuell ist, der damit betroffen ist, in Unwissenheit darüber sein wird, dass die Bibel über dieses Thema schreibt. Und in der öffentlichen Diskussion ist er auch immer wieder, und weil diese Diskussion ja nicht ohne die Kirche und ohne religiöse Hintergründe laufen kann, weiß sicherlich jeder, der mit diesem Problem konfrontiert ist, dass es tatsächlich in der Bibel Aussagen zu diesem Thema gibt. Und ich möchte da in diesem Zusammenhang einfach darauf eingehen, weil ich glaube, dass auch diese Frage hier eine Auseinandersetzung ist mit der Frage, wie gehen wir mit der Bibel um, mit Aussagen der Bibel, mit der Inspiration der Bibel und mit der letztendlich Interpretation und Autorität. Vielleicht zu diesem Thema, rein als Information. Ich möchte hier keine Wertung vornehmen, das sollen andere tun. Ich persönlich habe meine Überzeugung in diesem Zusammenhang. Und möchte hier einfach sachlich auf etwas aufmerksam machen in diesem Zusammenhang, wo es darum geht, was steht hier in diesem alten Buch. In 3. Mose Kapitel 18, da gibt es ein ganzes Kapitel. In der Lutherbibel ist das hier bei mir überschrieben mit der Überschrift Verbot geschlechtlicher Verirrungen. Oder es gibt andere Überschriften, wo man hier Gebote im Zusammenhang mit Blutsverwandtschaft. Ja? In diesem Zusammenhang ein ganzes Kapitel. Und ich lese hier einfach von Vers 1 etwas vor. Wenn jemand die Bibel dabei hat, kann er das mitlesen. Da heißt es, und der Herr redete mit Mose und sprach. Das heißt, hier redet Gott mit Mose, der da am Berg Sinai war. Und dort oben am Berg Sinai hat Gott dem Mose nicht nur die 10 Gebote gegeben, sondern vieles andere, was jetzt hier in diesem Buch drinnen steht, was Gott durch Mose geredet hat. Und er sagt ihm hier im Vers 2, rede mit den Kindern Israel und sprich zu ihnen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht tun nach der Weise des Landes Ägypten, darin ihr gewohnt habt. Auch nicht nach der Weise des Landes Kanaan, wohin ich euch führen will. Ihr sollt auch nicht nach ihren Satzungen wandeln. Also ein sehr interessanter Hinweis. Hier wird eine Warnung, jetzt kommt dann eine Warnung, dass die Israeliten, die da von Ägypten ausgezogen sind, jetzt, wenn sie in das Land Kanaan kommen, dort nicht in der Weise leben, wie diese Kanaaniter, diese Völker dort gelebt haben damals. Und auch nicht nach der Weise, wie die Ägypter gelebt haben. Und was war das jetzt das Besondere, wovor die Israeliten gewarnt werden? Da steht zum Beispiel hier im Vers 6, keiner unter euch soll sich irgendwelchen Blutsverwandten nahen, um mit ihnen geschlechtlichen Umgang zu haben. Ich bin daher dein Gott. Und dann wird das im Detail aufgeführt, was mit dieser Blutsverwandtschaft gemeint ist. Und wenn Gott hier und der Mose hier durch das, was er niedergeschrieben hat, das göttliche Gebot, das Volk vor solchen Praktiken warnt, dann heißt das, solche Praktiken waren damals in Ägypten und auch in diesen kanaanitischen Völkern noch gang und gäbe.
Das heißt, die Ehe unter Blutsverwandten. Wie es zum Beispiel hier im Vers 7 hast, du sollst mit deinem Vater oder deiner leiblichen Mutter nicht Umgang haben. Es ist deine Mutter, darum sollst du nicht mit ihr Umgang haben. Oder du sollst mit der Frau deines Vaters nicht Umgang haben, also Sohn und Mutter, denn damit schändest du deinen Vater. Oder du sollst mit deiner Schwester deines Vaters oder der Mutter deiner Tochter oder deiner Mutter Tochter ist, sie sei in oder außer der Ehe geboren, nicht Umgang haben. Das heißt, hier ganz deutlich wird im Einzelnen aufgezählt, jeder kann sich das für sich da durchlesen. Wenn man das heute sagen würde, das würde natürlich in unserer heutigen Gesellschaft kein Problem sein. Dass man sagt, ja, das ist ja logisch, nicht? Da weiß man ja, was dabei herauskommt. Das ist ja gefährlich, das ist ja auch für die Fortpflanzung eine Katastrophe durch Inzest. Da brauche ich nicht viel darüber reden. Ich denke, das ist logisch, wenn wir das da drinnen stehen. Da würde jetzt niemand die Bibel bezweifeln, wenn es um diese Dinge, so ein Verbot geht. Heute. Aber wir merken, damals war das Kultur. Damals war das offensichtlich bei Völkern noch nicht durchgedrungen. Und Gott wollte hier sein Volk besonders schützen, weil es zu einem Problem geworden ist. Aber in demselben Kapitel kommt dann der Hinweis, zum Beispiel im Vers 21, ein anderes Problem, das da angesprochen wird. Du sollst auch nicht eines deiner Kinder geben, dass es dem Moloch geweiht werde, damit du nicht entheiligst den Namen deines Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott. Denn Kinder dem Moloch weihen bedeutet Kinder dem Moloch opfern. Das heißt, man hat hier wirklich Kinder lebendig praktisch auf Altären geopfert, einem sogenannten Moloch geopfert, das ist ja bekannt. Und das war damals gang und gäbe in Ägypten und in Kanaan. Und Israel wird aufgefordert, das nicht zu tun. Solche furchtbaren Dinge, es wird heute niemand irgendein Wort verlieren, warum man das nicht tun sollte. Das ist ein Gräuel und das bleibt auch ein Gräuel bis heute. Obwohl wir wissen, dass im Hintergrund da im Satanismus einiges in dieser Richtung eigentlich passiert und dass es Leute gibt, die offensichtlich sowas trotzdem noch praktizieren. Aber dann kommt im nächsten Text gleich in Vers 22, du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Gräuel. Und da stehen wir natürlich vor dieser Aussage der Homosexualität und jetzt merken wir, das wird aber jetzt in Frage gestellt, ob man das heute noch so sehen kann. Ja, das ist eben vor 2000 Jahren geschrieben oder vor 4000 Jahren, muss man sagen, 3500 Jahren etwa. Das ist alte Kultur, da hat man noch ganz andere Vorstellungen gehabt. Und hier beginnt die Interpretation. Aber was wir feststellen, ist jetzt das Christentum gespalten. Wenn wir jetzt in den Islam gehen würden, in der islamischen Kultur wäre Homosexualität undenkbar. Ja? Und auch in hinduistischer, buddhistischer Kultur ist das eine Frage. Das heißt, eigentlich ist dieses Problem der Homosexualität, dass man hier so groß darüber diskutiert und dass da die Meinungen so gespalten sind, eigentlich ein großes Problem innerhalb des Christentums. Und deshalb sind auch viele christliche Religionen und alle christlichen Religionen mit diesem Thema konfrontiert. Aber innerhalb dieser Kirchen und Glaubensgemeinschaften gibt es eben da unterschiedliche Meinungen. Ja? Das ist jetzt nur ein Text, man könnte jetzt viele weitere andere Texte anführen, auch im Neuen Testament geht der Apostel Paulus im Römerbrief etwas darauf ein und spricht dieses Thema an. Das heißt, diese Frage der gleichgeschlechtlichen Ehe ist eine Frage, die Bibel sehr wohl anspricht. Und jetzt kommt da ein Priester in die Öffentlichkeit und schildert das hier wie als eine Krankheit. Interessant ist, dass die Bibel jetzt hier diesen Begriff Krankheit nicht erwähnt. Das ist wieder eine Frage der Interpretation, wie man damit umgeht. Die Bibel sagt hier einfach, das ist dem Herrn ein Gräuel, wie alle anderen Dinge, die da erwähnt werden, ohne dass sie das hier näher erklärt, warum, wieso, weshalb. Ja, hier bedarf es natürlich eines rechten Umgangs, einer rechten Erklärung, wie geht man mit diesem Problem um. Aber das möchte ich jetzt in diesem Zusammenhang ja nicht machen. Einfach darauf aufmerksam machen, hier ist ein öffentlicher Konflikt ausgebrochen, der einen Priester, der vom Papst praktisch zum Bischof ernannt werden sollte, jetzt seinen Rücktritt antreten musste, weil er dieses Thema zur Sprache gebracht hat.
und in seiner eigenen Kirche in Probleme gekommen ist. Wie wird man das in Zukunft lösen? Das werden wir sehen, wie diese Fragen dann angesprochen werden. Aber es ist ein Konflikt, wie wir merken, auch mit der Interpretation der Bibel. Und um das geht es mir hier. Ein anderes Problem, das man diesem Priester vorgeworfen hat, das ist, dass er diese Harry Potter-Geschichte in Verbindung gebracht hat mit Satanismus. Das heißt, wie kann man nur so eine bekannte Figur, die Jugend, die Kinder, Erwachsene fahren ab auf diesen Harry Potter-Zug, und das wird jetzt als Satanismus, als gefährlich praktisch dargestellt, als Magie eingeordnet. Woher nimmt man das? Hat das wirklich etwas damit zu tun? Hat das auch etwas mit einer Interpretation der Bibel zu tun? Also direkt ist ja das hier in diesem Zusammenhang nicht so erwähnt worden, aber im Hintergrund können wir sicher sein, dass ein Priester oder ein Theologe, oder ein Pfarrer oder selbst ein Bischof, der mit dieser Frage konfrontiert ist, der natürlich das auch mit der Bibel begründet. Das hat ja schon einige Diskussionen in der Öffentlichkeit gegeben, schon damals zu Grenzzeiten, wo diese Fragen diskutiert worden sind und wo immer wieder auch hingewiesen worden ist, da steht ja was in der Bibel darüber. Und ist eben eine Frage dann der Inspiration. Vielleicht diesbezüglich ein Hinweis auf einen Text, 5. Mose 18, wenn wir das Thema da ansprechen, da werden natürlich Leute, die hier an Harry Potter etwas auszusetzen haben und das mit Satanismus in Verbindung bringen, auf solche Stellen hinweisen. 5. Mose 18, hier wieder eine ähnliche Warnung wie vorhin über diese ganze Sexualverehrung. Und da heißt es hier im Vers 9: Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun. Hier wieder der Begriff Gräuel dieser Völker, aber eben in eine andere Richtung. Welche Gräuel waren das? Dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Und das hat mit diesem Moloch-Kult zu tun, dass man die Leute durchs Feuer laufen gelassen hat oder sogar dann den Moloch geopfert hat. Sollte nicht getan werden. Obwohl das heute, wie wir wissen, wieder ein neuer Sport ist oder ein neuer geistlicher Sport, für das Leute viel Geld bezahlen, dass sie hier durch das Feuer laufen, ohne sich da verbrennen zu können. Sie sollten das nicht tun, heißt es hier, oder auch Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei zu treiben. Wird hier ausdrücklich verboten. Jetzt sagt man natürlich, und jetzt weiß man natürlich, und ich glaube, das kann niemand leugnen, dass hier diese Harry Potter-Geschichte offensichtlich mit Magie, mit Zauberei etwas zu tun hat. Wenn hier in der Öffentlichkeit jemand auftritt als religiöser Mann und das dann damit in Verbindung bringt, dann wird er sich da auf so etwas stützen können. Oder geht es weiter, dass auch nicht Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei oder Totenbefragungen vorgenommen wird. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Greuel, und um solcher Greuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, die Völker vor dir. Jeder, der die Harry Potter-Geschichte kennt, der wird wissen, dass es hier tatsächlich um Geistererscheinungen, um Totenerscheinungen und um alle diese Dinge geht. Und viele sehen eben in solchen Filmen, auch wenn es nur Filme sind, doch eine Gefahr, wenn man hier Jugendliche und auch Erwachsene neugierig macht auf solche Dinge, die eigentlich Gott nicht wollte. Und wir merken, Gott hat etwa 1400 Jahre vor Christus das Volk Israel ausdrücklich gewarnt vor solchen Dingen, das zu machen. Steht aber hier nicht ausdrücklich da, dass das mit Satan etwas zu tun hat. Es steht nur, das ist dem Herrn ein Greuel. Aber wenn man die Bibel weiterliest, dann wird man sehr wohl drauf kommen, dass Gott hier nur deshalb vor etwas warnt, weil es eben nicht von ihm kommt. Viele Leute sind ja der Meinung, wenn einer so übernatürliche Gaben hat oder so mit Geistern reden kann, jenseitige Totenbeschwörungen machen kann, also mit Toten ins Gespräch kommt, dann muss das eine göttliche Gabe sein. Ja? Aber wenn Gott hier warnt, das nicht zu tun, dann kann das ja nicht gleichzeitig eine Gabe sein, die man von ihm bekommt, um das tun zu können. Also das widerspricht sich irgendwo.
Und wir sollten auch wissen, dass Gott hier durch die ganze Bibel hindurch immer wieder gewarnt hat, die Israeliten vor solchen Praktiken, die sie in einem anderen Bereich der übersinnlichen Welt hineinführen können. Und als Jesus auf dieser Erde war, wissen wir, dass hier sehr wohl intensiv von Satanismus gesprochen werden kann. Denn wie sonst wollen wir all diese Teufelsaustreibungen interpretieren, die wir in den Evangelien haben? Und es ist schon sehr bemerkenswert, dass das Volk Israel, das 1300 Jahre vor Christus gewarnt worden ist, nicht solche Praktiken zu tun, zur Zeit Jesu ein Land war, das völlig dem Dämonismus hin, von Dämonismus eingenommen worden ist. Jesus, überall, wo er hingegangen ist, sind ihm da besessene Leute entgegengekommen. Und Jesus hat viel zu tun gehabt, und das ist auch bei den Aposteln dann weitergegangen, selbst im eigenen jüdischen Volk Menschen von dieser dämonischen Macht zu befreien. Darüber wird natürlich heute auch gelacht, und selbst in kirchlichen und in christlichen Kreisen wird oft sehr unterschiedlich gedacht darüber. Ja, das kann man nicht wirklich dem Teufel zuschreiben. Das ist ja nur irgendwo die Macht des Bösen, die in einem Menschen drinnen ist. Aber es hat nichts mit den Dämonen zu tun. Wir merken, das ist eine wirkliche Auseinandersetzung, in der wir stehen, wo man hier die Frage stellen muss, ja, wie geht man hier wirklich mit der Bibel um? Interessant ist, in 5. Mose 18, Vers 15, da steht hier, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Das bedeutet, dass hier auf der einen Seite Gott warnt vor falscher Information, vor Praktiken, wo die Menschen natürlich auch versuchen möchten, die Zukunft zu erfahren und deshalb zu solchen zweifelhaften Praktiken greifen. Und auf der anderen Seite sagt Gott, passt auf, wenn ihr wissen wollt, was wirklich Gottes Wille ist und was die Zukunft bringt, dann habe ich euch Propheten gegeben. Auf die sollt ihr hören. Und da wird ein besonderer Prophet angekündigt, wie mich, sagt Mose. Und im Neuen Testament wird ja diese Prophezeiung hier mit Jesus in Verbindung gebracht, wo Jesus ein solcher Prophet war, auf den sie hören hätten sollen, aber das haben sie nicht gemacht und haben diesen Propheten letztendlich verworfen, haben ihn gehasst und letztendlich ans Kreuz geschlagen. Eine tragische Geschichte, und damit ist viel Leid und Unheil über dieses heilige Land hereingebrochen, das bis heute nicht zur Ruhe gekommen ist. All das sollte uns doch zu denken geben und uns die Frage stellen, ja, ist die Bibel, wenn sie auch schon so alt ist, ist sie für unsere heutige Zeit noch geschrieben? Enthält sie noch Botschaften und Ratschläge, die es wert sind, dass man sie heute noch beachtet? Oder müssen heute auch Menschen, die auf solche Botschaften hinweisen, damit rechnen, dass sie vom Volk verjagt und irgendwo in Misskredit geraten und in Probleme geraten? Und der gegenwärtige Konflikt, in dem wir stehen, der zeigt das offensichtlich, dass selbst Geistliche, die auf solche Dinge versuchen aufmerksam zu machen, in Probleme kommen. Ich möchte damit nicht Stellung beziehen in Bezug auf die tatsächlichen Hintergründe, die es da gibt in diesem Konflikt, aber einfach darauf aufmerksam machen, dass wir es hier mit einem Problem zu tun haben. Ein weiterer Vorwurf, den man diesen Bischof Wagner oder diesen gedachten Bischof Wagner gemacht hat, war, dass man ihm vorgeworfen hätte, er würde Orkane und Tsunamis und so weiter und solche Katastrophen, wie sie damals im fernen Osten ausgesprochen worden sind und wie die Katastrophen, die da über dieses Land hereingebrochen sind. Und auch in New Orleans, das ist in einer Zeitung gestanden, wo auch in New Orleans damals dieses Unheil hereingebrochen ist, die ganze Stadt versunken ist. Und der Bischof Wagner hat das auch irgendwo, so stand es in einem Medienbericht, irgendwo mit einem Gottesgericht in Verbindung gebracht. Ja, auch wieder ein Thema, wo man sagt, wie kann man sowas sagen?
Das ist eine uralte Sprache, das ist eine mittelalterliche Ausdrucksweise. Natürlich, früher in den alten Kulturen, da hat man jedes Unglück und jedes Unheil hat man in Verbindung gebracht mit Gottes Gericht. Und das ist auch richtig so. Und die Frage stellt sich, ja, kann man das auch heute noch so übertragen? Ich möchte da einen Text lesen aus Jesaja 29. Und wer die Bibel hat, soll den Text ruhig mitlesen. Und da kommen in der Bibel natürlich schon Texte vor, die Katastrophen und Unheil, das über ein Land hereinbricht, schon in die Nähe des Gottesgerichtes, des Gedanken bringen. Da heißt es in Jesaja 29 von Vers 5 weg: Aber die Menge deiner Feinde soll werden wie Staub und die Menge der Tyrannen wie wehende Spreu. Und plötzlich wird's geschehen, dass Heimsuchung kommt vom Herrn Zebaoth, mit Wetter und Erdbeben und großem Donner, mit Wirbelsturm und Ungewitter und mit Flammen eines verzehrenden Feuers. Und wie ein Traum, wie ein Nachtgesicht, so soll die Menge aller Völker sein, die gegen Ariel, ein Gottesname hier, kämpfen mit ihrem ganzen Heer und Bollwerk und die ihn ängstigen. Das heißt, wir haben hier in diesem Zusammenhang ein Gericht, das über Israel ausgesprochen wurde von Gott, das sich von Gott entfernt hat. Und Gott hat angekündigt, dass hier Gerichte kommen werden, Wirbelstürme, Erdbeben, Ungewitter, Flammen, verzehrendes Feuer, alles Dinge, die wir natürlich heute auch weltweit beobachten können, wo solche Dinge geschehen. Und von der Bibel her ist hier tatsächlich der Zusammenhang, dass hier irgendwo das Auswirkungen sind des Ungehorsams von Menschen, der sich über Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch hingezogen hat, wodurch dann Umweltprobleme mehr und mehr entstanden sind, weil der Mensch gegen die Natur gelebt hat und nicht mehr in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Natur, wie es Gott eigentlich auch durch sein Wort immer wieder versucht hat darzustellen. Und daraus sind Konsequenzen entstanden, die in der Bibel als Gottesgericht bezeichnet werden. Und in dem Sinn ist das tatsächlich ein Thema, das die Bibel anspricht. Oder in Jesaja 26, Vers 9, da lesen wir auch ein Wort diesbezüglich, wo es heißt: Von Herzen verlangt mich nach dir des Nachts, ja mit meinem Geist suche ich dich am Morgen. Da spricht der Prophet von seiner Beziehung zu Gott. Und er sagt dann: Denn wenn deine Gerichte über die Erde gehen, und damit meint er Unheil, Katastrophen, Erdbeben, Stürme und so weiter, wenn deine Gerichte über die Erde gehen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Und das ist jetzt eine Aussage, die eine von vielen ist in der Bibel, die zeigt, dass Gott eigentlich diese Katastrophen dazu verwenden möchte, dass Menschen umdenken, dass Menschen zur Einsicht kommen, dass da vielleicht etwas nicht stimmt, dass in ihrer Beziehung zu Gott etwas nicht stimmt und dass deshalb vielleicht sehr vieles drunter und drüber geht in dieser Welt, was nicht unbedingt so sein müsste. Also wird das hier in der Bibel ganz deutlich mit Gottes Gerichten in Verbindung gebracht, aber das ist natürlich heute nicht aktuell, wenn da so ein Unglück passiert, dass man das damit in Verbindung bringt. Und ich glaube auch, man muss hier auch sehr vorsichtig sein, wie man das interpretiert, dass man dann gerade die Menschen, die unter solche Gerichte fallen, dann als besonders gottlos bezeichnen würde und die anderen, denen es jetzt derweil noch gut geht, vielleicht als die Braven und die Gottesfürchtigen. In der Praxis ist es ja nicht so, das wissen wir. Und davor hat auch Jesus schon damals gewarnt, in einer Geschichte, wo er in einer Konfrontation stand mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, die sich eingebildet haben, im richtigen Glauben zu stehen und besser zu sein als die anderen. Und da hat Jesus dann ein interessantes Gleichnis genommen oder eine Geschichte erzählt. Da gab es damals einen Turm von Siloa, der umgestürzt ist, und Jesus greift diese Geschichte auf und stellt die Frage an die Pharisäer: Was meint ihr? Diese Leute, die damals unter dem Turm von Siloa umgekommen sind, sind die gottloser gewesen als ihr?
Und der Jesus macht aus dieser Geschichte dann eine Lehre und sagt, die Leute, die damals unter dem Turm zu Siloam umgekommen sind, die werden am letzten Gericht aufstehen und denen wird es erträglicher gehen als den Menschen, diesem Geschlecht, das jetzt vor der Botschaft Jesu stand und Jesus gehört haben, wie er sie vor ihrer Sünde warnt. Und wir versucht, sie zur Umkehr zu rufen. Oder Jesus greift auch diese Geschichte von Sodom und Gomorra, von der wir auch wissen, dass da tatsächlich ein Gottesgericht über diese Städte hereingebrochen ist, obwohl man das heute in Verbindung bringen würde mit einer normalen Vulkankatastrophe oder was immer. Das sind ja wissenschaftliche Überlegungen, die man hier macht. Auch Jesus hat auch diese Geschichte genommen und hat gesagt, es wird den Menschen von Sodom und Gomorra beim Gericht besser ergehen als den Menschen, die damals Jesus abgewiesen haben und über die jetzt kein Turm hereingefallen ist und über die jetzt keine Stadt Feuer gefallen ist. Das heißt, wir müssen auch hier vorsichtig sein, dass wir hier nicht die Bibel auch diesbezüglich in eine verkehrte Richtung auslegen und dann das Böse nur dort suchen, wo dann eben so viel Unheil passiert und dort, wo die Menschen in Saus und Braus leben, dort dann vielleicht das gottesfürchtige Wesen der Menschen sehen würden. So ist es letztendlich nicht. Aber offensichtlich von Gottesgerichten zu sprechen im Zusammenhang mit Katastrophen und Unheil hat diesen Konflikt hier mit diesem Weihbischof in die Öffentlichkeit gebracht. Und es ist ein Konflikt, wie wir sehen, und das ist das, was ich hier zum Ausdruck bringen wollte und möchte, dass es ein Konflikt mit der Interpretation der Bibel ist, wie man das eben interpretiert. Ein weiterer Konflikt, der parallel jetzt zu dieser Geschichte mit dieser Bischofsernennung in Linz läuft, ist ja zur gleichen Zeit interessanterweise, da kommen zwei interessante Konflikte zusammen oder sind zusammengekommen. Das ist dieser Konflikt mit diesem britischen Bischof Richard Williams aus dieser Bios-Bruderschaft, dem man hier vorwirft, den Holocaust zu leugnen. Auch eine interessante Geschichte, die hier in den Medien in den letzten Wochen zu großen Diskussionen geführt hat und auch den Papst damit wieder irgendwo und den Vatikan in einen Konflikt gebracht hat, weil der Vatikan eine solche Bruderschaft und einen solchen Bischof praktisch aus seiner Exkommunikation herausheben wollte und damit hier einen großen Konflikt ausgelöst hat. Jetzt geht es aber bei diesem Konflikt, bei diesem Bischof Williams, nicht nur um die Leugnung des Holocaust, was sicher eine schlimme Sache ist. Und man wird ja sehen, wie dieser Konflikt in der nächsten Zukunft auch innerkirchlich gelöst wird. Das ist nicht mein Anliegen, mich damit jetzt hier auseinanderzusetzen. Aber es ist im Zuge dieses Konflikts auch von dieser Bios-Bruderschaft gesprochen worden, aus dem ja dieser Bischof kommt. Und dieser Bruderschaft wird ja vorgeworfen, dass sie eine sehr konservative kirchliche Institution ist, also ein Orden, der auf diesen Bischof Lefebvre zurückgeht, der dieses Zweite Vatikanische Konzil oder manche Beschlüsse aus diesem Zweiten Vatikanischen Konzil nicht anerkennt. Und wenn man dem etwas nachgeht, da kommt man auch drauf, dass es auch hier einen interessanten Konflikt gibt, der im weiteren Sinn sehr wohl auch mit der Inspiration der Bibel und der Interpretation der Bibel und der Autorität der Bibel etwas zu tun hat. Anerkennt man hier die Bibel oder nicht? Wie weit spielt hier die Tradition der Kirche herein? Das sind Fragen, die damit im Zusammenhang stehen. Ich habe vor 2 Tagen ein Interview gehört, das ist über Bayern 2 gelaufen. Und da wurde Hans Küng, ein alter Kirchenkritiker,
der ja sich von der Kirche, also nicht von der Kirche getrennt hat, sondern dem man die Lehrerlaubnis weggenommen hat, weil er sehr papstkritisch gelehrt hat und die Unfehlbarkeit des Papstes natürlich sehr in Frage gestellt hat, die Tradition der Kirche hinterfragt und manches, was dieser Dr. Küng gebracht hat, versucht er ja auch logischerweise mit der Bibel zu begründen. Und dieser ganze Konflikt mit dem Küng, mit Dr. Küng, ist ja auch ein Konflikt, wie interpretiert er die Bibel und wie interpretiert die Kirche die Bibel. Also wir haben es hier wirklich mit einem großen innerkirchlichen, religionspolitischen Konflikt zu tun und der dann übergreifend auch, wie wir sehen, auf andere Religionen geht. Aber bleiben wir jetzt nochmal bei diesem innerkirchlichen Konflikt. Zum Beispiel ist der Bischof Williams vertritt, der aus dieser Pius-Bruderschaft kommt, die vertreten ebenfalls die Meinung, die Kirche müsse wieder zurück zum Ursprung, vor das Zweite Vatikanische Konzil, denn im Zweiten Vatikanischen Konzil hat es Veränderungen gegeben, die sie nicht bereit sind nachzuvollziehen. Und dazu gehört auch diese Frage der Unfehlbarkeit des Papstes. Und das ist sehr bemerkenswert, dass diese Bruderschaft verlangt, und das kann man im Internet nachlesen, wenn man da Grundlagen dieser Bruderschaft sich da anschaut, dass die nicht einverstanden sind, dass dieser alleinige Unfehlbarkeitsanspruch des Papstes etwas aufgeweicht worden ist durch das Zweite Vatikanische Konzil, indem man sagt, nicht der Papst als Person soll als unfehlbar gelten, wie das ursprünglich im Dogma eigentlich so formuliert worden ist, sondern dass man hier angefangen hat, auch die Dogmen zu interpretieren. Und es ist heute ja so, dass man nicht sagt, der Papst allein ist unfehlbar, sondern hier ist ja eine Glaubenskongregation gegründet worden, was man früher vielleicht als Konzil bezeichnet hätte. Und dass man sagt, es sollte hier ein ganzes Kollegium, ein Bischofskollegium, hier mitentscheiden bei Lehrentscheidungen und nicht nur eine Person allein. Und ich habe da in diesen Unterlagen von der Pius-Bruderschaft ein bisschen recherchiert und bin draufgekommen, dass die eigentlich auch dagegen sind, dass der Papst eine viel größere Autorität haben sollte, also wo das letzte Wort eben der Papst sprechen sollte. Und Dr. Küng kritisierte das auch und überhaupt, dass dieser Unfehlbarkeitsanspruch, also da ist eine große Auseinandersetzung, die ja überhaupt stattfindet diesbezüglich. Und interessant ist auch, dass hier in dieser Pius-Bruderschaft die Religionsfreiheit in Frage gestellt wird. Die vertreten die Meinung, dass eigentlich diese Religionsfreiheit es nicht geben dürfte. Die Kirche müsse vorschreiben, was geglaubt wird. Das heißt, wie das eben auch in der mittelalterlichen Zeit und noch sehr stark vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil der Fall war, dass man hier noch eher der Meinung war, Kirche und Staat soll nicht getrennt sein und die Religion des Staates sollte allen Bürgern praktisch mehr oder weniger aufgezwungen werden. So war es jedenfalls in mittelalterlicher Zeit. Und jeder, der diese Religion nicht angenommen hat, der wurde ja dann letztendlich verfolgt. Und da kam es ja zu furchtbaren Verfolgungen durch Jahrhunderte der kirchlichen Geschichte. Ein trauriges Kapitel. Und wenn man bedenkt, dass alles, weil man hier Bibel so interpretiert hat, mit diesem einen Text, den wir schon einmal gelesen haben, du bist Petrus und Petrus sollte praktisch diese alleinige Schlüsselgewalt haben und das sei auf den Papst allein anzuwenden und nicht auf ein ganzes Kollegium. So meinen zum Beispiel, meint es diese Pius-Bruderschaft. Und jetzt ist es umso erstaunlicher, dass eben Papst Pius der 16. jetzt, also Kardinal Ratzinger, diese Bruderschaft wieder aus dem Bann herausheben wollte, aus der Exkommunikation. Und das hat ja dazu erst recht wieder zu Diskussionen geführt. Ein Problem, das man hier auch angesprochen hat in der Öffentlichkeit, das ist, dass diese Bruderschaft auch erwartet, dass man wieder zurückgeht in die alte lateinische Messe, dass der Priester mit seinem Angesicht zur Kirche steht, wenn er hier die Worte der Wandlung spricht, sondern dass er mit dem Rücken zur Kirche steht und mit dem Gesicht zum Allerheiligsten.
eine sehr interessante Sache. Ich habe hier einen Text gefunden aus dieser Bruderschaft, der den Unterschied dargestellt hat zwischen der alten und neuen Messe. Und ich lese ihn einfach so vor. Jeder kann das im Internet irgendwo suchen unter dieser Kategorie der Tradition dieser Priesterbruderschaft. Das heißt, kurz könnte man sagen, in der alten Messe feiern wir das Opfer unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz, also das Geschehen am Karfreitag. In der neuen Messe feiert man das Herrenmahl, also ein Gedächtnis des Abendmahls vom Gründonnerstag. Die Idee dahinter ist, dass man hier nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in der Kirche daran gegangen ist, die Messe nicht mehr so stark im Sinne eines Opfermahls zu interpretieren, wie es in der ganzen Kirchengeschichte ja so war, dass man in der Wandlung, wenn der Priester gesagt hat, du bist, also das ist mein Leib, das ist mein Blut, dass hier praktisch, dass der Leib und Blut von Jesus buchstäblich in diese Hostie verwandelt wird. Und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist man eher in die Richtung gegangen, dass man diese Wandlung oder dieses Feiern der Messe eher als eine Erinnerung an den Tod Jesu und nicht als ein Opfer, eine Wiederholung des Opfers Jesu dargestellt hat. Und diese Piusbruderschaft, die plädiert jetzt dafür, dass man wieder zurückgeht zu dieser ursprünglichen Form. Hier die weitere Erklärung. Tatsächlich aber hat unser Herr am Abend des Gründonnerstags im Kreise seiner Apostel das Karfreitagsopfer vorweggenommen, indem er sakramental unter den Gestalten von Brot und Wein seinen Opferleib und sein Opferblut gegenwärtig gemacht hat. Also hier wird die Meinung vertreten, dass Jesus, als er vor seinem Tod diese Worte gesprochen hat, das ist mein Leib und mein Blut, dass er hier schon dieses Opfer am Kreuz vorweggenommen hat und hier im Abendmahl schon vergegenwärtigt hat. Also eine sehr mysteriöse Sache, aber das hat eben mit diesem alten Opfergedanken in der Messe zu tun. Und hier die Forderung, eben da wieder zurückzukehren. Das erstaunt natürlich viele Katholiken, aber viele, und man muss ja sagen, diese Priesterbruderschaft, also nach den Recherchen, die ich gemacht habe, sind etwa 500 Priester weltweit, die dieser Bewegung angehören. Also es ist schon eine stärkere Bewegung. Diese Vorstellungen natürlich sind eine Hürde logischerweise gegen ökumenische Gottesdienste. Denn es ist bemerkenswert, die protestantische Kirche hatte immer schon das Abendmahl, und das geht auf die Reformatoren zurück. Luther hat sich ja schon sehr stark gegen diesen Opfergedanken bei der Messe gewehrt. Der ist ja auch drauf gekommen, dass das eigentlich nicht so sein sollte, dass hier im Abendmahl das Opfer Jesu wiederholt wird, denn es kann nur ein einmaliges Opfer gewesen sein, das Jesus gebracht hat. Und dass die protestantische Kirche in die Richtung gegangen ist, dass man gesagt hat, wie das Jesus gesagt hat, das Abendmahl ist eine Erinnerung an den Tod Jesu und ist nicht eine Wiederholung des Todes Jesu, also eine völlig andere Vorstellung. Und deshalb wundern sich ja heute viele Katholiken, die auf der einen Seite das so sehen, dass es zu ökumenischen Gottesdiensten kommt, wo ja grundverschiedene Vorstellungen da sind von dieser Bedeutung des Abendmahls. Und in dieser Bruderschaft, der Piusbruderschaft, ist man eben auch nicht damit einverstanden, dass man hier zu solchen Gottesdiensten kommt. Also eine Hürde für die Ökumene. Das sind alles Themen, die hier angesprochen worden sind, und wie wir merken, hat das letztendlich alles damit zu tun, wie wird hier die Bibel in allen möglichen dieser Fragen interpretiert? Wie wird sie ausgelegt? Vielleicht noch ein anderes Thema, das da angesprochen worden ist mit dieser Piusbruderschaft, dass dort auch immer noch diese Vorstellung existiert, dass Jesus von den Juden getötet worden ist.
Und dass man hier von den Juden als den Gottesmördern und den Christusmördern spricht. So stand es in den Medien, so sind da einige Interviews gehalten worden jetzt in der letzten Zeit, wo man der Pius-Bruderschaft vorwirft, dass sie diese Vorstellung haben, dass hier Jesus, also dass die Juden verantwortlich gemacht werden für den Tod Jesu. Und das sei antisemitisch. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage auch wieder, ja, was ist daran so wirklich falsch? Ist das nicht das, was in der Bibel tatsächlich so berichtet wird, dass hier die Juden tatsächlich für den Tod Jesu verantwortlich gemacht werden? Und das ist ein Konflikt, mit dem ich auch selber schon sehr konfrontiert worden bin in christlichen Kreisen. Ich habe vor 2 Jahren oder 3 Jahre ist es her, habe ich in der Osterzeit in Linz einige Vorträge besucht, wo ein katholischer Theologe über diese Frage des Todes Jesu gesprochen hat, als Vorbereitung auf die Osterzeit. Und da ist diese Frage auch angesprochen worden, ganz konkret, ob jetzt die Juden wirklich verantwortlich gemacht werden könnten für den Tod Jesu. Und er hat dort öffentlich in einer größeren Versammlung, waren über 100 Leute versammelt in einer Pfarre in Linz, hat hier die Meinung vertreten, dass man hier das nicht so wörtlich übernehmen sollte, wie das in der Bibel steht, dass hier die Juden verantwortlich gemacht worden sind. Denn ich habe dazwischendurch dann aufgezeigt und habe ihn gefragt, aber wenn Sie sagen, die Juden sind nicht verantwortlich für den Tod Jesu, das widerspricht ja dem Evangelium, dem, was wir in den 4 Evangelien berichtet haben und das, was auch die Apostel dann nachher verkündigt haben. Und ich habe ihn dann aufmerksam gemacht auf einen Text, sage ich, Jesus selbst hatte schon vorausgesagt seinen Tod und hat gesagt, wie der zustande kommen würde. Und ich habe auf diesen Text aufmerksam gemacht, in Matthäus 16, Vers 21, wo steht, seit der Zeit fing Jesus Christus an und zeigte seinen Jüngern, wie er müsste hin nach Jerusalem gehen und viel leiden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Und da habe ich aufmerksam gemacht, was mache ich mit seiner Stelle, wenn man auf der einen Seite sagt, die Juden sind nicht verantwortlich für das, was da geschehen ist. Und dann hat er mir erklärt, und das ist heute eine allgemeine Erklärung, die man in bibelkritischer Theologie, in christlicher kritischer Theologie gibt, dass man sagt, ja, Sie dürfen nicht vergessen, die Evangelien, die sind erst so 30 Jahre, etwa 35 Jahre oder sogar noch später, 50, 60 Jahre oder noch mehr später erst aufgeschrieben worden, nach dem Tod Jesu. Und da hat sich zwischen der Geschichte um den Tod Jesu und im ersten Jahrhundert hat sich ja eine gewisse Spaltung zwischen den Christen und den Juden ergeben. Und es kam zu einer immer größeren Auseinandersetzung zwischen Christen und Juden und letztendlich das sogar in einen Hass übergegangen ist, dass die Christen und die Juden sich gegenseitig gehasst haben. Und als dann die Christen die Evangelien geschrieben haben, dann haben sie natürlich ihren Hass dadurch irgendwie zum Ausdruck bringen wollen, indem sie die Geschichte jetzt so geschrieben haben, als wären jetzt die Juden verantwortlich für den Tod Jesu. Dabei waren sie eigentlich die Römer. Und der Theologe, der dort gesprochen hat, der hat das auch damit begründet, dass er gesagt hat, schauen Sie, man braucht sie nur schauen, wenn Jesus von den Juden getötet worden wäre, dann wäre er ja gesteinigt geworden, denn die Todesart, wie die Juden jemanden getötet haben, war Steinigung. Aber Jesus ist ja nicht durch Steinigung getötet worden, sondern durch Kreuzigung. Und das ist ja ausschließlich eine römische Art des Todes. Das heißt, Jesus ist von Römern verurteilt worden. Das stimmt auch. Aber ich habe auch darauf versucht aufmerksam zu machen, dass ja im Evangelium ganz deutlich drinnen steht, dass Pilatus eigentlich Jesus frei haben wollte und er hat dafür plädiert und er hat einige Male den Juden die Frage gestellt, was hat er denn Übles getan?
Und die Juden haben einfach falsche Zeugen aufgebracht und so steht es in der Bibel. Und haben verlangt, dass er trotzdem getötet wird, weil er ein Betrüger ist, ein Aufwiegler des Volkes. Und als Pilatus dann sogar sagte, nehmt ihr hin und tötet ihn, dann haben die gesagt, wir haben ein Gesetz, nach dem darf er nicht getötet werden, nicht? Und haben den Pilatus dann unter Druck gesetzt, dass er ihn letztendlich zur Kreuzigung übergeben hat und hat dabei noch seine Hände in Unschuld gewaschen. Also so steht es in der Bibel. Und heute, durch die neuere Forschung, meint man herausgefunden zu haben, dass diese Geschichte, wie sie da in der Bibel steht, dass Jesus jetzt hier wirklich von den Juden so intensiv zum Kreuz hingeführt worden ist und dass sie schuld waren daran, dass das eine Darstellung der ersten Christengemeinde ist, der Apostel, die dann eben diese Evangelien so geschrieben haben. Und ich muss sagen, ich bin da selbst eigentlich sehr erstaunt darüber, wie weit verbreitet das ist. Und das hat auch jetzt zu diesem Konflikt mit dieser Bierbruderschaft geführt, weil man jetzt ganz erstaunt ist, dass diese Leute immer noch die Juden verantwortlich machen. Natürlich muss man jetzt einschränken, und das möchte ich jetzt hier abschließend noch sehr, sehr deutlich machen, es wäre verkehrt, wenn man die Juden, die heute leben, für das Geschehen damals verantwortlich macht. Denn die Menschen, die damals gelebt haben, und wenn die damals Fehler gemacht haben, dann kann man nicht die Menschen heute dafür verantwortlich machen und damit alle Juden als Gottesmörder zu bezeichnen. Und das tut ja auch, soweit ich weiß, die Pius-Bruderschaft nicht. Das wäre ja auch verkehrt, nicht? Nur weil zum Beispiel der Hitler ein Österreicher war, dass man jetzt ja alle Leute mit Hitler in Verbindung bringt und die Österreicher dann verantwortlich macht für alle Geschehnisse, die im Zweiten Weltkrieg passiert sind. Das wäre genauso etwas, wogegen wir uns alle wehren würden. Und mit Recht können sich auch Juden wehren, wenn man ihnen heute solche Vorwürfe macht. Und da verstehe ich ja schon, nicht, dass hier ein gewisser Antisemitismus da sich breit machen kann. Aber das darf nicht so weit führen, dass man die Geschichte wirklich vielleicht sogar so verändert darstellt und damit natürlich die Bibel erst recht wieder in Frage stellt. Und deshalb erwähne ich das hier, weil ja hier die Glaubwürdigkeit der Bibel in Frage gestellt wird. Wenn man hier meint, die Römer wären da verantwortlich und die Juden hätten damit nichts zu tun. Das würde dem widersprechen, was auch die Apostel in ihrer Pfingstpredigt verkündigt haben, in Apostelgeschichte 2 zum Beispiel. 50 Tage nach dem Tod Jesu ist Paulus vor diese versammelte Menge gegangen, und da waren sicher einige oder viele Leute darunter, die vielleicht 50 Tage vorher bei dieser Verurteilung dabei waren und mit dem Volk geschrien haben, kreuzige ihn. An diese Menge wendet sich Petrus jetzt in der Pfingstpredigt nach der Auferstehung Jesu. Wir wissen ja, Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern ist er auferstanden. Und dann spricht er zu dieser Menge und sagt hier in Apostelgeschichte 2, Vers 22, ihr Männer von Israel, höret diese Worte. Jesus von Nazareth, den Mann von Gott, unter euch erwiesen mit Taten und Wundern und Zeichen, welche Gott durch ihn tat und unter euch, wie ihr selbst wisset, ihn, der durch Ratschluss und Vorsehung Gottes dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz gebracht und getötet. Also hier wird ganz klar zum Ausdruck gebracht, wer damit verbunden war. Und in der Bibel geht es darum, dass die Wahrheit immer richtig dargestellt werden soll. Ich meine, es gibt genügend Literatur in der Weltgeschichte und Geschichtsliteratur, wo man sagen muss, hier ist die Geschichte gefälscht worden. Und ich glaube, dass man der Bibel das Zeugnis aussprechen sollte und dass man der Bibel dass dieses Zeugnis gelten sollte weiterhin, dass uns die Bibel die Geschichte richtig darstellt. Wenn sie das nicht täte, dann könnten wir dieses Buch wirklich zumachen. Und es könnte keinerlei Bedeutung mehr für uns haben, denn wenn ich als Christ vermuten muss, dass in der Bibel die Geschichte gefälscht worden ist,
dann habe ich eigentlich keine Grundlage mehr, warum ich die Bibel noch als Wort Gottes bezeichnen sollte. Und das ist hier mein Anliegen in diesem Zusammenhang mit diesem politischen Konflikt, religiös-politischen Konflikt, den wir gerade jetzt haben, mit dieser Bischofsernennung und auf der anderen Seite mit dieser Bischofsbruderschaft, ergibt sich das für mich sehr aktuell im Zusammenhang mit unserem Thema, dass hier offensichtlich ein Konflikt innerkirchlich da ist und innerchristlich, wo man, der damit zu tun hat, dass da die eine Seite die Bibel nicht mehr als glaubwürdige historische Quelle und als glaubwürdige theologische Quelle anerkennt und auf der anderen Seite man bemüht ist, sich dagegen zu wehren und das zu verteidigen und zu sagen, wenn wir hier vom Wort Gottes sprechen, dann sollte das auch, was da drinnen steht, stimmen, dann sollte das auch den historischen Gegebenheiten mit den historischen Gegebenheiten übereinstimmen. Und wie wir sehen, die Bibel geht in beide Richtungen. Römer und Juden. Und dabei kann man auch nicht alle Römer verantwortlich machen und auch nicht alle Juden waren damals verantwortlich, dass Jesus gekreuzigt wurde. Die Jünger zum Beispiel haben da ja nicht mitgeschrien, kreuzigen. Es gab damals genügend Leute, und das sagt es auch das Evangelium, die haben geheult. Für die war das furchtbar, was man mit Jesus gemacht hat. Ein Mann, wie Petrus hier sagt, der Wunder und Zeichen getan hat, der Tote auferweckt hat, der Kranke geheilt hat, der den Menschen nur Gutes getan hat. Und dann wird er so gehasst und abgelehnt und von beiden Seiten. Aber wir wissen, nicht alle haben hier mitgeschrieben. Und deshalb, Paulus ist ja auch erst später drauf gekommen, dass er hier, er war ja auch ein Feind der Christen. Er ist ja auch von dieser jüdischen Idee, in dieser jüdischen Idee aufgewachsen und hat hier letztendlich seinen Weg als Apostel gefunden, indem ihm Jesus selber erschienen ist. Und in Apostelgeschichte 13, da hat er eine Rede gehalten und in dieser Rede kommt auch Paulus auf dieses Element zu sprechen. Und er sagt hier, Apostelgeschichte 13, ab Vers 26, ihr Männer, liebe Brüder, ihr Kinder des Geschlechtes Abrahams und die unter euch Gott fürchten, uns ist das Wort dieses Heils gesandt. Denn die zu Jerusalem wohnen und ihre Obersten haben, weil sie Jesus nicht erkannten, mit ihrem Urteilsspruch die Worte der Propheten, welche an allen Sabbaten gelesen werden, zur Erfüllung gebracht. Das heißt, Paulus ist hier erstaunt darüber und er bringt sein Entsetzen zum Ausdruck, dass das Volk, aus dem er ja selber kam und die Obersten, die ihn ursprünglich selber gelehrt haben, dass die letztendlich, weil sie Jesus nicht erkannt haben als einen wahren Propheten, als den von Gott gesandten Erlöser, dass sie dann die Worte der Propheten erfüllt haben, indem sie Jesus gekreuzigt haben. Das heißt, mit anderen Worten, man muss wissen, dass im Alten Testament Prophezeiungen in diese Richtung gegangen sind, dass der Messias von seinem eigenen Volk gehasst und verspottet und getötet werden würde. Und da gab es ganz klare Prophezeiungen, die in diese Richtung gingen. Aber wer sagt, dass diese Prophezeiungen sich unbedingt so erfüllen mussten? Der Apostel Paulus sagt hier, sie haben, indem sie Jesus nicht erkannt, diese Prophezeiungen erfüllt. Wenn er das so sagt, dann müsste man sich ja die Frage stellen, ja, hätten sie dann auch andere Prophezeiungen erfüllen können, statt diese negativen Prophezeiungen? Hier heißt es im Vers 28 weiter, und wiewohl sie nichts an ihm fanden, das den Tod verdient hätte, baten sie doch Pilatus, ihn zu töten. Und als sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben ist, nahmen sie ihn vom Holz und legten in ein Grab. Das heißt, hier wird ganz deutlich gesagt, dass dieses Volk Prophezeiungen erfüllt hat, vor denen sie eigentlich Jesus warnen wollte. Als Jesus unter ihnen war, hat er alles getan, um dieses Volk zu sanftmütigen, zu demütigen Menschen zu machen, zu einem Volk, das seine Feinde liebt und nicht seine Feinde hasst.
Und Jesus war ja nicht der Feind, Jesus war ihr Freund. Und er kam eigentlich, um sie zu retten, um sie zur Umkehr zu rufen, um sie zu einem glücklichen Leben zu führen. Und um sie dazu hinzuführen, die Bibel ernst zu nehmen und ihr zu glauben, ihren eigenen Propheten zu glauben. Und das haben sie alle nicht gemacht. Und so sagt der Apostel hier im Nachhinein, haben sie die Worte der Propheten erfüllt. Und letztes Wort noch, Stephanus war ja einer der ersten Märtyrer, der aufgrund dessen, weil er Jesus so klar bezeugt hat, letztendlich gesteinigt wurde von dem jüdischen Volk, weil er sich hier auf die Seite Jesus geschlagen hat und hier eine ganz starke Rede gehalten hat gegen den Hohen Rat damals, denn diese Rede ist vor dem Hohen Rat abgehalten worden. Und in Apostelgeschichte 7, Vers 51 und 52 lesen wir hier, dass Stephanus mit seiner Rede zum Höhepunkt kam, indem er sagte, ihr halsstarrigen und unbeschnittenen an Herzen und Ohren, ihr widerstrebet allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die da zuvor verkündigten, das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Es ist sehr bemerkenswert hier, dass hier buchstäblich der Stephanus diesen Gedanken Verräter und Mörder in den Mund genommen hat, um hier die Menschen damit zu bezeichnen, die das damals mit Jesus gemacht haben. Also das ist eine biblische Aussage grundsätzlich, aber wir merken, heute in unserer Zeit wird das wie eine Art antisemitische Haltung ausgelegt, wenn man hier auf diese Art und Weise das Evangelium formuliert. Aber es ist eine Frage, wie gehen wir wirklich mit der Bibel um? Ich denke, diese Ausführungen, die ich da jetzt versucht habe zu bringen, in Verbindung mit diesen aktuellen Konflikten, in denen wir stehen, zeigen, dass wir heute wirklich sehr in einer Auseinandersetzung stehen, wie gehen wir mit der Bibel um, wie interpretieren wir die Bibel, wie weit können wir sagen, dass sie inspiriert ist und wie weit können wir auch glauben, dass sie uns auch richtig überliefert ist. Und zu diesen Schlüssen werden wir auch weiterhin kommen. Wir werden in unseren weiteren Themen uns mit diesen Fragen noch weiter auseinandersetzen und einfach alle möglichen Fragen ansprechen, die heute aktuell sind und die uns helfen sollten, in diesem interreligiösen und auch in der christlichen Konflikt mit der Bibel und mit der Wahrheit eine Orientierung zu finden. Jeder von euch kann diese Fragen für sich weiterdenken und wenn da irgendwelche Fragen offen geblieben sind, dann stehe ich natürlich immer gerne zur Verfügung. Ihr könnt euch gerne auch per E-Mail immer wieder melden und ich hoffe, dass auch eben heute Abend etwas dabei war für euer Nachdenken und im Umgang mit diesem Thema und auch vielleicht in den Gesprächen, die man so führt mit anderen, dass wir auch andere aufmerksam machen, dass wir hier schon uns in einem interessanten Konflikt befinden, der damit zu tun hat, ob wir überzeugt sind, ist dieses Buch Wort Gottes oder ist es von Menschenhand irgendwie geschrieben oder verändert worden. Gut, soweit für heute. Ich danke euch für das Dabeisein und hoffe, dass einige Gedanken dabei waren, die ihr mitnehmen könnt und gebrauchen könnt. Ich möchte noch mit euch beten zum Abschluss und Gott um seine weitere Führung bitten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir wieder danken für diese Zeit, die wir jetzt wieder erleben durften, über diesen Weg, dass wir aus diesen aktuellen Konflikten heraus auch dein Wort befragen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass das, was wir jetzt hier besprochen haben, dass du jedem Einzelnen die rechten Gedanken dazu schenkst, dass wir weiterdenken und dass wir auch dadurch erkennen, wie wichtig es ist, dass wir die richtige Haltung deinem Wort gegenüber bekommen und dass wir auch mit Menschen, die anders darüber denken, recht umgehen können und auch ihnen helfen können, eine rechte Orientierung zu finden in dieser Zeit, in der wir leben.
Und so segne jeden Einzelnen, der diese Sendung jetzt hört und auch gehört hat und weiterhin hören wird, dass es auch für andere zum Segen sein möge. Hab Lob und Dank für deine weitere Führung in Jesu Namen. Amen. Gut, damit verabschiede ich mich wieder und hoffe, dass wir uns das nächste Mal bei einem weiteren Thema wiedersehen werden, dass irgendwo in dieser Thematik weitere Schritte weitergehen wird. Damit eine gute Nacht und einen schönen Abend und alles Gute weiterhin. Auf Wiedersehen.